Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Horizon. Ja, ich bin immer noch beschäftigt mit diesen Steinköpfen, mit diesen dreien. Was ich da reinschmeißen muss, also ich habe ja schon ausprobiert und sieht so aus, wie muss das überhaupt stehen? Also ich habe keine Ahnung. Weil ich habe die Hoffnung, dass irgendwann mal was passiert, weil ich brauche noch dieses letzte Teil für, ja, für das wie nennt sich das? Das Drachenamulett. Okay. Aber wohin muss ich das drehen? Wohin? Wohin? In welche Richtung? Ich schätze mal, das muss irgendwie hier vorne bleiben. Weil der äußere Ring hat sich jetzt. Die Stele in der Mitte der Bodenscheiben hat sich geöffnet. Wow, ich war jetzt kurz erschrocken. Oh, das Kopfstück, ich hab's, ich hab's. Wow. Das Kopfstück des Drachenamuletts. Okay, dann lass uns das mal zusammenfügen. Kopf, Rumpf, Schwanz. Nun ist das Amulett wieder komplett. Muss ich das? Die Scheiben drehen sich, wenn ich Steinkugeln in die Köpfe an der Wand dort werfe. Ja, das habe ich ja gerade gemacht. Aber wo muss ich das einsetzen, dieses Amulett? Oder ich könnte mir vorstellen, ich stelle es mir jetzt mal vor, ich probiere es einfach mal aus. Jetzt bin ich aber gespannt. Ah, genau. Da, genau. Hat sich irgendwas getan? Offensichtlich nicht. Schade. Vielleicht mache ich ja was falsch. Ich sehe, du hast es geschafft. Richard? Ja, das Amulett ist komplett, aber es passiert nichts. Was genau muss ich tun, um die Nazis zu vertreiben? Mit dem Amulett kannst du das Kraftfeld überbrücken und die Energie des Ortes wieder nutzen. Benutz deine Fantasiefenden. Denk an die Wirkungsweise der morphogenetischen Felder. Sie durchdringen alles und jeden, und hier sind sie besonders stark. Was meinst du damit? Hast du die Kontrolle über diese Energie, hast du auch Kontrolle über alle Anwesenden hier. Lass deine Gedanken, deine Gefühle zum kontrollierenden Element für alle anderen hier werden. Lass deine Gedanken zu Materie werden. Richard? Na toll. Kaum wird's brenzlig, verdrückt er sich. Na schön. Wenn diese morphogenetischen Felder also alles und jeden durchdringen und ich diese Felder mit dem Amulett kontrolliere, dann kann ich ja quasi bestimmen, was alle anderen hier denken, fühlen und sehen. Da fällt mir plötzlich die Geschichte von dem Drachen wieder ein, die Professor Hayes in Marrakesch erzählt hat. Ich weiß nicht, aber irgendwie mag ich Drachenmärchen. Ja, genau. Ich glaube jetzt. Ah, okay, ich halte meine Klappe. Ich schweige. Leutnant, bringen Sie Ruhe in die Reihen. Ihre Männer dürfen sich nicht verrückt machen lassen. Das ist nur ein Trugbild. Alle sind in Aufruhr. Das ist meine Chance. Ich sollte versuchen, mich von den Fesseln zu befreien. Ah ja, okay, das sollte ich tun. Ja, ich kann ja doch nicht so schweigen. Klatsch.
Also Kim lebt, es ist alles in Ordnung. Ich habe eine Glasscherbe zu mir herangezogen. Oh, dann wollen wir den Krauts mal ein bisschen einheizen. Okay. Okay, alles klar. Ich kann den Drachen schicken. Also mit dem Amulett. Schön, das macht Spaß. wo schießt noch jemand? Ich muss schnellstens diese Fesseln loswerden. Ah, okay. Okay, Kim ist ja auch noch da. Also wechselt das jetzt zwischen den Charakteren hin und her. Ist ja nicht so schlimm. Ich schneide die Seile durch. Auf zwei dieser Plattformen befinden sich noch immer Soldaten. Ja, dann... bei der Plattform. Wo schießt? Ah, hier drüben. Okay. Bleibt stehen! Das Ganze ist nur ein Hirngespinst. Verdammt! Leutnant, wir beenden diesen Spuk jetzt. Folgen Sie mir, wir sprengen die Stelen. Dann können wir die Felder kontrollieren und diesem lächerlichen Schauspiel ein Ende bereiten. Wohin so eilig, Frau Gräfin? Mutig. Dumm, aber mutig. Mut ist nur vonnöten, wenn man sich einer Aufgabe nicht gewachsen sieht. Selbstüberschätzung kommt vor dem Scheitern. Dann wollen wir dem vorlauten Fräulein mal Manieren beibringen. Leider wird das auch deine letzte Lektion sein. Glaube ich nicht. Oh, jetzt muss ich wohl. Ah, okay. Wie gefällt Ihnen das? Nicht übel, zugegeben. Aber jetzt ist Schluss mit diesen Spielchen. Oh, ABC, was ist denn C? Zurückweichen. Okay. Wohin so eilig, mein Kleines? Dein Kleines, das macht dich gleich fertig. Hoffe ich doch zumindest. Also ich weiß nicht, was richtig ist. Also jetzt wirst du für den Tod meiner treuen Gefolgsleute büßen. Deine treuen Gefolgsleute, die sind ja so egal. Ich glaube, das konnte man auch mit dem Controller machen. Ah. Sag auf Wiedersehen, Fräulein. Zeitchen, Frau Gräfin. Haha, genial. Ich hab's geschafft. Kim, alles in Ordnung? Geht's dir gut? Ich denke schon. Jedenfalls geht's mir deutlich besser als Frau Gräfin. Ich muss zugeben, das war eine ziemlich beeindruckende Vorstellung. Wusste gar nicht, dass du so kämpfen kannst. Vermutlich kennst du sehr viele Seiten von mir noch nicht. Scheint mir auch so. Vielleicht zeigst du mir ja bei Gelegenheit mehr von deinen verborgenen Talenten. Das hättest du wohl gerne, Paddock. Überrascht dich das? Richard? Ich störe euch zwei Turteltauben ja nur ungern, aber unsere Aufgabe hier ist erledigt. Wird Zeit, dass ich mich verabschiede. Wie? Ich meine, was soll das heißen? Mein Entschluss steht fest. Ich werde bei den Priestern in der Vergangenheit bleiben. Aber... warum? Nun, ich glaube an einen tieferen Sinn hinter den Geschehnissen in jüngster Zeit. Vieles, das ich gesehen und erfahren habe, lag für mich vor kurzem noch jenseits aller Vorstellungskraft. Uns alle verbindet eine Kraft, deren Auswirkungen wir nicht annähernd verstehen können. Und ich sehe meine Bestimmung darin, den Priestern bei der Wahrung dieses Geheimnisses zu helfen. Ich hoffe, auch ihr werdet in eurer Zeit alles Nötige dafür tun, dass Shambhala ein gut gehütetes Geheimnis bleibt. Die Menschheit ist noch lange nicht reif für dieses Wunder. Versprecht ihr mir das? Wir kümmern uns darum. Versprochen. Ich danke dir, Fenton. Vor allem für das, was du auf dich genommen hast, um mich zu finden. Ich werde dir das niemals vergessen. Dein Entschluss steht wirklich fest? Hast du dir das auch gut überlegt?
Ja, Fenton. Ich hoffe, du wirst das irgendwann verstehen. Du bist mein bester Freund, Richard. Und deine Entscheidung bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich niemals wiedersehen werden. Es fällt mir verdammt schwer. Aber ich respektiere es und bewundere deinen Mut. Danke. Nun wird es aber Zeit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Passt auf euch auf. Leb wohl, Richard. Was war das denn? Wohin ist Richard verschwunden? Das ist etwas kompliziert. Ich erkläre dir das am besten auf dem Heimweg. Soll das heißen, das war's? Ich denke ja. Abgesehen davon, dass wir uns noch mit dem Schlüsselartefakt zurückteleportieren und dafür sorgen müssen, dass dieser Ort weiterhin verborgen bleibt. Außerdem sollte ich noch kurz in Hongkong vorbeischauen und den verräterischen Gouverneur seiner gerechten Strafe zuführen, falls das ein Adjutant Huxley nicht schon erledigt hat. Aber die Suche nach Richard hat dich um die halbe Welt geführt und nun kehrst du mit leeren Händen heim? Tue ich das denn? Du hältst dich wohl für einen ganz tollen Kerl, Fenton Paddock. Du doch auch, stimmt's? Boah, das war's. Oh, Leute. Ich hab's durch. Es ist geschafft. Wir haben die Welt gerettet und die kleine Nervensäge auch noch mitgenommen abbekommen. Keine Ahnung. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, ich lass mal die Schrift noch laufen. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, der zweite Teil von Lost Horizon, ob das so in etwa anschließt. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr gefallen. Und ich hoffe euch auch. Und ihr habt mir gerne zugehört und zugesehen. Ja. Ich überlege gerade, ob ich es wegdrücke, aber die Credits, ob noch was kommt, ob noch was folgt, ich weiß es nicht. Ich drück mal weg. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Der Bonusbereich steht jetzt im Hauptmenü zur Verfügung. Ah, ein Bonusbereich. Okay. Optionen, Spiel, neues Spiel, nein. Ei. Das ist der Bonusbereich. Ah, okay. Endkampf spielen. Prototyp-Version spielen. Puzzle spielen. Ah, alles klar. Ich weiß Bescheid. Da gab es noch einiges. Das mache ich vielleicht noch einen kleinen Zusatzpart. Nochmal die Endsequenz spielen und dann vielleicht auch die Bilderrätsel. Mal sehen, ob ich überhaupt alle erspielt habe. Ich weiß nicht. Da gab es nämlich einige Bilderrätsel. Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ja, Abo nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch gefallen hat, dann bis zum nächsten Abenteuer, was auch immer kommt. Es bleibt spannend. Bis denn. Ich bin weg und ciao.